Ja, diese Stadt ist nicht wirklich nach meinem Geschmack. Wenn selbst die Priester hier so radikal sind, dass sie uns einfach angreifen, weil wir herausfinden, dass sie ihre Anhänger betrügen. Aber naja. Also, wir wollten jetzt Richtung Einsiedlersee. Welcher Ausgang war das? Wollt ihr ein E kaufen? Danke, aber wir haben schon ein Dutzend. Also eigentlich haben wir erst eins gekauft in Torwall. Aber ja. Hier ging es nach Grünwelden. Das wollen wir nicht. Wir wollen nach Norden. Also gehen wir einfach an der nördlichen Stadtgrenze entlang. Müsste ich hier doch irgendwo gleich genau Einsiedler sehen. Das klingt soweit gut. Oh, wir sollten Quenlen, Girugon, Tirik. Dann schicken wir Myrum nach vorne mit den Kristallkugeln. So. Dann kommt Girugon und Tirik dahin. Du dahin. Jagen Myrum. Findet Wasser und kann was Essbares erlegen. Schöne Sache. Kräuter suchen, 4 Stunden. Und schlafen. Wir müssen schön ausgeruht sein, um etwaige Spuren zu finden. Mit leisem Sirren fliegen scheinbar aus dem Nichts 4 Pfeile auf euch zu. Noch bevor sie ihre Ziele treffen, stürmen mit Geschrei 8 Orks hinter einem Felsvorsprung hervor. Das ist doch genau das, was ich gesucht habe. Euch zum Kampf stellen. Du gehst mal etwas weg vom... Ja, von was? Geh mal da in die Nische. Kannst du nicht. Geh mal da in die Nische. Und vielleicht haben die ja irgendeinen Hinweis darauf, wo deren Lager ist. Angriff auf den da. Und gucken wir mal, wie stark die Orks hier sind. Bisher haben wir wahrscheinlich nur die schwachen Verwandten getroffen. Hier dürfen dann die zäheren Burschen kommen. Du, hau den ab. So, du hau den. Die versuchen jetzt außenrum zu kommen, Richtung Yallen. Das ist nicht gut. Kannst du sie anschießen? Ja, kannst du. Gute Sache. Kann sie gleich nochmal anschießen. Hihihihi. Zack, ein Org weniger. Und das waren nur 11 Trefferpunkte. Also scheinen es keine 10 zähe Gegner zu sein. Oh, der ist geflohen. Das ist ja auch albern. So, du haust den. Eigentlich würde ich jetzt gerne mal einen richtig hohen Treffer von Girugon sehen. Er hat ja schließlich eine Waffe in der Hand, die gegen Orks speziell geschmiedet wurde. Aber irgendwie kommt da bisher nichts. So, du... sollst da hingehen. Abwarten. Nee, nicht Girugon anschießen. Du kannst den da anschießen. So, komm schon. Ne, pariert. Du wartest ab. Du wartest immer noch ab. Du hilfst Dame aus. Abwarten. Oh, wir haben vergessen, Gulmanblätter zu kaufen. Fällt mir jetzt gerade so auf. Ah, wir haben ja noch 2 Stück für jeden Helden. Das müsste noch ein wenig halten. So, der ist Geschichte. Der ist Geschichte. Komm schon, Girugon. Ah. Menno, da haben wir schon ein Schwert extra gegen Orks. Und dann trifft der Junge nicht. Abwarten. Abwarten. Treffen. Na also. 7 Trefferpunkte. Wobei wir jetzt auch wieder nicht gucken konnten, wie viel Schaden der eigentlich gemacht hätte, weil er halt gestorben ist. So, du wartest weiter ab. Du haust dem an den Rücken. So. Nächste Chance für Girugon. 12 Trefferpunkte. Und er ist nicht gestorben. Das heißt, das Schwert hat so 12 Trefferpunkte verursacht. Es ist nur die Frage, ob das Maximalschaden war oder nicht. Ich hoffe einfach mal nicht, weil 12, da schafft Tirik auch mit seiner Axt. Und die ist nicht speziell gegen Orks.
So, jede Menge Säbel, Dolche, Kurzbögen, ein Zweihänder, ein Amulett. Zweihänder und das Kurzschwert gucke ich mir mal an. Den Dolch auch da, weil er ein bisschen einzeln ist. Und die Decke und die... Na komm, die Pfeile können wir auch mitnehmen. So. Eine Dukate, zwei Silberlinge und 12 Abenteuerpunkte. Dann schauen wir doch mal. Zweihänder, bitte zu ihr. Zaubersprechen, Talana. Hellsicht, ohne Mekanum. Auf Zweihänder. Zweihänder ist nicht magisch. Weg mit dem Zweihänder. Was haben wir noch? Wir haben noch dieses Amulett hier gefunden. Zaubersprechen. Talana. Hellsicht. Oder Makanum. Amulett. Das Amulett ist magisch behandelt worden. Zauber. Hellsicht. Analyse. Amulett. Offensichtlich ein Schutzamulett, ganz besonders gegen Verwandlungen und Kampfzauber geeignet. Oh, sehr praktisch. Sieht aber zu ähnlich aus wie dem. Also mache ich jetzt nochmal Odem Arcanum und spreche es auf das Amulett, das auf der ersten Seite ist. Nicht, dass wir da irgendwas verwechselt haben. Nämlich das da. Und es ist auch gegen Kampfzauber geeignet. Na gut, im nächsten Teil, wo wir auch wirklich Amulette anziehen können, wird das schon recht praktisch sein. Bis dahin tragen wir die erstmal nur mit uns rum. Das kommt noch weg. Dann haben wir noch was gefunden, und zwar ein Kurzschwert und ein Dolch. Das müsste das Kurzschwert hier gewesen sein. Talana, Hellsicht, Utomakanum. Kurzschwert, nicht magisch. Gegenstand wegwerfen. Und ein Dolch. Langsam geht die Astralenergie auch zur Neige. Aber das können wir ja gleich regeln. Oder Makanum misslingt. Nochmal. Oder Makanum misslingt. Okay, vielleicht sollten wir auch zuerst einen Zaubertrank trinken. So. Jetzt aber. Hellsicht, Odem Arcanum auf Dolch. Dolch ist nicht magisch. Na gut. Es reicht ja auch, wenn Orks schon einen magischen Gegenstand dabei haben. Man muss ja nicht zu gierig werden. Quenlen, Gerumon, Trick. Mürrum sucht Essen, findet auch was. Sehr schön. Und Jallen findet richtig viele Kräuter. Schöne Sache. So, wir wollen weiterreisen Richtung Einsiedlersee. Am Wegesrand sehen wir einen idealen Rastplatz. Nein, wir reisen weiter. Mo. Mit beinahe lautlosen Flügelschägen nähern sich fünf eigenartige Wesen, deren Anblick zum einen an einen Löwen, zum anderen an große Raubvögel gemahnt. In einiger Entfernung landen sie auf einer Wiese und scheinen euch dort zu erwarten. Machen Halt und warten erstmal ab. Nichts passiert. Ihr wartet beinahe eine Viertelstunde, aber die Wesen stehen einfach regungslos da. Wir warten nochmal. Nochmal. Na gut, müssen wir wohl weitergehen. Als ihr euch den Wesen nähert, kommt das größte von ihnen mit majestätischem Schritt auf euch zu. Ihr vernehmt eine tiefe Stimme. Dies ist die Greifenwiese, Fremde. Ihr Menschliche habt hier nichts zu suchen. Kehrt um und sucht euch einen anderen Weg. Ja, das machen wir hier. Mit solchen Wesen sollten wir nicht unbedingt diskutieren. Wir befolgen die Worte des Greifen. Es bleibt euch nichts anderes übrig, als einen großen Bogen um die Wiese zu machen. Wie viele Stunden Umwege wollt ihr in Kauf nehmen? 99. Au. Oh. Ich dachte, er hätte einen kürzeren genommen, aber gut. Ihr macht einen recht großen Bogen um das Territorium der Greifen. Nach 99 Stunden seid ihr wieder auf dem richtigen Pfad. Der Bogen sieht aber recht klein aus.
So. Nochmal Nahrung suchen. Nochmal Kräuter suchen. Oh, Grünmondblätter, sehr schön. Weiterreisen. Oh, das Einhorn, sehr schön. In der Ferne seht ihr ein weißes Wildpferd, das munter durch die Gegend galoppiert. Auf einer Wiese macht es Halt, um zu grasen. Wir wollen uns dem Pferd nähern. Ihr bemerkt ein gewundenes, schwarzes Horn auf der Stirn des weißen Pferdes. Ihr traut euren Augen nicht. Das ist tatsächlich ein Einhorn. Wir können erstmal stehen bleiben oder wir können weiter darauf zuhalten. Wir bleiben erstmal kurz stehen, damit das Einhorn die Chance hat, uns zu entdecken. Wir wollen es ja nicht erschrecken. Das Einhorn nimmt scheinbar keine Notiz von euch. Eine Viertelstunde lang sucht es die Wiese ab. Als es euch bemerkt, hält es einen Moment inne und schaut in eure Richtung. Plötzlich springt es mit wenigen Sätzen heran. Vielleicht 5 Schritt von euch entfernt bleibt es stehen. Es schnaubt laut und senkt das Haupt. Das mächtige Horn drohend auf Gwendolyn gerichtet, scharrt es mit den Hinterläufen, jederzeit zum Sprung bereit. Das könnte nur Imponiergehabe sein, denn wir haben eigentlich gehört, dass das Einhorn uns helfen soll. Also warten wir mal ab. Es folgen Sekunden, die euch wie Stunden vorkommen. Ihr hört eure Herzen schlagen, so still ist es plötzlich geworden. Das Einhorn steht weiterhin gesenkten Hauptes vor Gwendolyn. Wir warten weiter ab. Langsam, sehr langsam, hebt das Einhorn den Kopf und schaut Gwendolyn mit nachtschwarzen Augen an. Der Blick ist durchdringend, faszinierend und gleichermaßen beruhigend. Oh ne, beunruhigend. Gwendolyn macht ein paar Schritte vorwärts und bleibt dann vor dem Einhorn stehen. Sie scheint euch gar nicht mehr wahrzunehmen. Ihr Blick ist starr auf die Augen des Tieres gerichtet. Eine geraume Zeit lang stehen die beiden bewegungslos voreinander. Dann senkt das Tier wieder langsam den Kopf und setzt Gwendolyn das Horn auf die Brust. Das sieht ein wenig so aus, als wenn das Einhorn jetzt Gwendolyn bezaubert hätte. Aber warum? Wenn das Einhorn hätte Gwendolyn umbringen wollen, hätte es einfach am Anfang gleich zustoßen können. Vielleicht wollen die ja irgendwie kommunizieren. Durch das Horn. Wir warten weiter ab. Mit einer plötzlichen, ruckartigen Bewegung reißt das Einhorn den Kopf herum und springt davon. Ihr lauft zu Gwendolyn, die immer noch bewegungslos dasteht. Auf ihrer Brust entdeckt ihr eine feine Blutspur. Oh oh. Gwendolyn schreckt auf einmal erschrocken zusammen. Ach, ihr seid es. Langsam kommt wieder Bewegung in ihren Körper. Ihr schaut sie erstaunt an. Dann bricht es plötzlich aus ihr heraus. Es hat mit mir gesprochen. Es hilft uns. Es will eine Karte holen, dann kommt es zurück. Es dauert eine Weile, bis sich Gwendolyn wieder gefangen hat. Dann berichtet sie. Es kann Gedanken lesen und spricht im Kopf. Gwendolyn blickt in eure zweifelnden Gesichter. Ach, ihr könnt es sowieso nicht verstehen. Kommt, wir ziehen weiter. Ha. Also das Einhorn ist jetzt wohl losgezogen, ein Kartenstück zu holen. Und wir müssen nur darauf warten. Aber warum sind wir dann weitergereist? Das ist schon ein wenig kurios. Wir sollten auf jeden Fall hierher nochmal zurückkehren in ein paar Tagen, Stunden. Wann ist das Einhorn wieder da? Fragen über Fragen. Na gut, reisen wir erstmal zum Einsiedlersee und gucken da weiter. So weit, so gut. Kräuter suchen. Jallen 4. 4. Schlafen. Vielleicht holt uns das Einhorn ja auch irgendwann ein. Das könnte auch sein. Wir reisen einfach mal weiter. So, Einsiedlersee. Ein Haus. Das wird dann wohl der Einsiedler sein. Ihr müsst mehrmals klopfen, bevor die Tür endlich einen Spalt breit geöffnet wird. Ein hagerer alter Mann steckt den Kopf heraus. Ihr? Was? Herein? Ja, ja, ruhig herein mit euch. Kommt ja sonst niemand her. Da muss ich die wenigen Gäste fürstlich empfangen. Wir nehmen die Einladung mal an. Willkommen in meiner bescheidenen Behausung. Der Alte macht eine tiefe Verbeugung und bedeutet euch hinzusetzen. Kaum seid ihr reingetreten, läuft er unruhig von einer Ecke der Hütte zur anderen und sammelt verschiedenes Zeug am Herd zusammen.
Dabei redet er ständig auf sich selbst ein. Wo hast du nur wieder? Nie legst du die Sachen an ihren Platz zurück. Dabei habe ich dir schon 1000 Mal gesagt, wo das Salz hingehört. Okay. Schließlich hat er wohl alles beisammen, auch seinen Verstand, und setzt einen großen Topf Wasser und eine Reihe eigenartiger Zutaten auf. Plötzlich dreht er sich um und spricht euch unvermittelt an. Sicher wollt ihr eine Suppe? Eine Kräftigung nach den Strapazen des Weges? Ich weiß nicht, ob ich sowas essen wollen würde. Aber wir sind mal freundlich. Aber sicher doch, gern.